Hi Leute und willkommen zurück zu Pokémon Karmesin. Wir möchten da hoch. Hier gibt es irgendwie Drachen. Vielleicht schnappen wir uns einfach mal einen Drachen. Wen nehmen wir denn dafür für den Drachen? Ist Käfer gut gegen Drache? Ach komm, wie wär's mit dir einfach? Alles hat aber auch ganz gut geklappt. So, alleine kämpfen. Den Kampf wirst du von anderen Trainern unterstützt. Ja, danke. Ganz alleine wollte ich dann doch nicht kämpfen, aber so ist ja schon okay. Okay, Fekuli als Drache. Ruckzuck ist effektiv in dem Biss. Weil es auch effektiv ist. Ja, wieder Schaden. Wow, hat er gesessen. Okay. So, wollen wir es haben? Das hat ein Drachentyp. Ah ne. Ja cool, die haben wir generell schon. Gut, aber wir kriegen ein paar Items. Ist ja auch was wert. Ich meine, glaub, wenn man das als ja, ändernden Typ haben möchte, für die Kristallisierung ist es ja eigentlich ganz cool, aber irgendwie. Habe ich gerade keine Lust zu. So, ich wollte gucken, ob ich da schon oben war. Ich glaube ja. Aber wir wollen sicher gehen. Ja. Schon okay. Okay. Ah, komm her. Hier spendest du Münze. Und da auch schon. Ich bin mir so unsicher, ob wir hier schon überall waren. Es wäre gut, wenn wir einfach von oben runterspringen könnten und unser Rotom uns wieder auffängt, aber nein. Da war auch schon, okay. Ups. Ah, Kamera. So. Passt es wieder ein bisschen besser. Oh, unfair. Na gut, was willst du? So, für das Mal musst du wieder von der Spitze weg. Du levelst mir zu hart. So, dann gehen wir jetzt hier runter. Ich habe glaube ich schon besiegt. Ja. So, da hinten waren wir glaube ich noch nicht. Die Fahnen kommen neu vor. Geh doch einfach mal dahin. Moment, hier ist ein Trainer. Hatten wir dich schon mal? Das Pokémon Minz ist ja ganz klein und. Achso, ja. Genau, die hatten wir schon mal. Ach, wir sind da auch gegangen letztes Mal. Stimmt.
Ein Hypertrank nehme ich. Ich nehme einen Vehikel. Fast nur. Das hatten wir auch schon. So, was haben wir hier? Riesige Gefahren. Das war's dann. Ist er lang? Nö. Sieht nicht so richtig aus. So, da unten ist die Wüste. Müssen wir eventuell auch nochmal hin. So, und hier ist alles abgeriegelt, oder wie? Warum darf ich nicht da hinten in die Stadt? Cassiopeia. Cassiopeia hier. Du befindest dich gerade in der Nähe eines Verstecks von Dipster. Interpretiere das nicht. Das richtig als eine Zusage, dass du mir helfen möchtest? Ja. Warum nicht? Danke, jetzt sitzen wir im selben Boot. Willkommen bei Operation Stardust. Hey, was geht ab? Wer bist du? Ich wüsste auch gern, was da ist. Wie? Wer ist da? Neval ist mein Name. Ah ja, und wie lange belauscht du uns schon? Jetzt stell mal, sei auch nicht gleich so misstrauisch. Ich bin ein Kumpel von Nia, ist doch so, oder? Wieso kennst du unseren Namen? Nein. Hey, schüchtern wie und je, was? Wir planen gerade, wie wir gegen Team Star vorgehen wollen. Das ist kein Spiel, klar? Ah, das habe ich schon gecheckt. Also, mir ist nur recht. Mit denen habe ich noch eine Rechnung offen. Und ich will ja nicht angeben. Aber ich mache keine halben Sachen. Auf mich ist Verlass. Ja, nur kann man nicht fehlerisch sein. Also gut, du bist auch dabei. Ja, dann wäre das ja gebaut. Dann aber Cassiopeia, richtig? Wer bist du eigentlich? Mich so ausdrücken. Ich bin jemand, der mal etwas mit Team Star zu tun hatte. Verstehe schon. Dann will ich dir nicht weiter auf die Pille rücken. Gut, dann würde ich jetzt nämlich gerne mal zum eigentlichen Thema kommen. Operation Stardust. Was genau sollen wir tun? Einfaches Glück, ihr sollt in die Verstecke von Team Star eindringen. Dort besiegt ihr dann die Bosse der einzelnen Banden und stoßt sie vom Thron. Vom Thron? Ach so, sie sollen von ihrem Posten zurücktreten, meinst du? Ganz genau. Das Team ist da. Er besteht aus 5 Banden, die jeweils ihr eigenes Versteck haben. Ihr solltet gleich in der Nähe ein Tor zu einem ihrer Verstecke sehen können. Ach ja, da drüben. Dahinter befindet sich eines ihrer Verstecke. Und dort drin müsstet ihr den Boss einer Bande finden. Wenn du das sagst. Star folgt einem Kodex. Ein Boss muss sich auf jeden einlassen, der Streit mit ihm sucht. Und wer diese Auseinandersetzung verliert, gilt er nicht mehr als Boss. Vorhin habe ich bereits Herausforderungen an alle Verstecke geschickt. Und zwar in deinem Namen hier. Ein paar ordentlichen Kämpfen mit dem Star steht damit nichts mehr im Weg. Wenn ein Boss besiegt wird, dann muss er also zurücktreten. Ohne Boss ist eine Bande fragungslos. Irgendwann wird sie sich unweigerlich von selbst auflösen. Die Sache hat allerdings einen Haken. Die Verstecke sind sehr groß und wimmeln nur so von Pokémon, die Eindringlinge aufhalten sollen. Ein gewöhnlicher Trainer würde es wahrscheinlich nicht mal in die Nähe des Bosses schaffen. Und genau deshalb war es mir so wichtig, dass du dich der Sache anschließt, Nia. Besiege die Pokémon im Innern des Verstecks und locke damit den Boss hervor. Aber eins nach dem anderen, kümmere dich zuerst um die Wache am Tor. Und was ist deine Rolle dabei?
Eben schon gesagt, ich hatte mal etwas mit Hüster zu tun. Deshalb kann ich nur aus dem Verborgenen handeln und euch aus der Ferne unterstützen. Klar, verstanden. Und was gibt's für mich zu tun? Sorry, aber es war noch zu früh, um dir ganz zu vertrauen. Das Erste kannst du mir helfen, indem du ein wachsames Auge auf das Versteck hast. Oh, du bist von der vorsichtigen Sorte. Das respektiere ich total. Jo. Ich melde mich wieder, wenn der Plan seinen Lauf nimmt. Viel Erfolg. Dann hauen wir rein, ja. Senior Director. Oh, hoppla. Was meine wahre Identität angeht, möchte ich um Stillschweigen bitten. Vor dir steht gerade Leval. Bitte sprich mit mir wie mit deinem anderen Mitschülern. Okay. Ja, schon ein bisschen auffällig. So, darf ich einfach... Ah, ne, ich muss erst die Wachen genau. So, können wir uns einfach dir kaputt, euch kaputt machen und dann durch, oder müssen wir noch irgendwelche versteckten Schalter finden für die Tore? Hey du, der Stinkbienen. Hinter uns befindet sich das Versteck von Team Stars und Lichtmitgliedern. Wir sind auch bekannt als die Segenbande. Genau, und wir lassen mit Sicherheit keine dahergelaufenen Pappnase wie dich einfach so hereinspazieren. Es tut mir furchtbar leid, aber wenn du nicht umkehrst, könnte es ungemütlich für dich werden. Moment mal, hey, du bist doch nicht etwa die Senia, oder? Diese Knalltüte, die sich mit dem Star gelegt hat und auf die wir es jetzt abgesehen haben? Ich doch nicht. Nein, nein. Ha, genau, das würde jemand sagen, der nicht auffallen will. Lass mich schnuppeln, wenn du bist. Hier kommst du eh nicht rein. Hau ab oder verleg gegen mich. Na gut, dann hauen wir dich um. Ah. Sowas von respektlos. Komm her, dafür gibt's eine Lektion von mir. Okay. So, jetzt hoffe ich, dass ich irgendeine Chance mal habe. Wow. Oh, wow. Okay, mal wieder keine Chance. Kannst du irgendwas machen? Okay, nicht sehr effektiv, aber trotzdem irgendwie ganz schön stark. Machen wir Metallklaue. Sehr effektiv und trotzdem relativ stark, ne? Okay, zwei Level über uns, aber gut. Liebeskuss. Okay, das war ein guter Angriff und wir heilen uns ein bisschen. So, ich glaube, ich würde noch einen Angriff überleben. Gar nicht so schlecht aus. So. So, weg bist du. Haben wir uns voll besiegt. Level 17. Dass du so stark bist, macht doch nicht respektlos. Ja? Mach dich noch respektloser. Ja. Ah, wie konnte ich das versemmeln? Aber wer nimmst du denn wohl, Kumpel? Pastella Vista. Hasta la Vista. Wie sie noch verbessert. Sie ist erst kürzlich zum Team gestoßen und musste noch etwas an ihrer Einstellung arbeiten. Na dann, ich gehe jetzt besser ins Versteck zurück und warne die anderen.
Sie werden mit voller Kraft auf dich losgehen, wenn du deinen Angriff wirklich durchziehst. Viel Glück, egal was du letztendlich machst. Hasta la vista. Okay. Deswegen ist die Tür auf. Du bist die Wachreise losgeworden. Gut gemacht. Hier hat sich die Segenbande versteckt, die aus den Unlichtmitgliedern von Teamstar besteht. Ihr Boss Pino ist quasi der Manager von ganz Teamstar und zudem als DJ für die musikalische Untermalung des Teams zuständig. Ein so cleverer Kerl wie ihn wird unsere Kampfansage sicher nicht im geringsten eingeschüchtert haben. Sein Plan ist vermutlich, dass du dich im Kampf gegen einen Haufen Üppel verausgabst, bevor er selbst gegen dich antritt. Bei so einem berechnenden Typen solltest du mit einem Frontalangriff die besten Chancen haben. Besiege einfach so lange die Pokémon der Rüppel, bis Pino auftaucht. Es ist Zeit, der Segenbande ein Ende zu setzen. Leute, die Klinge, sobald du bereit bist, es mit ihnen, ihre Mitglieder aufzunehmen. Okay. Ich muss aber irgendein anderes Pokémon nach vorne setzen. Jetzt macht das nämlich keinen Sinn. Eckspezialangriff, fantastisch. So, das heißt, du wieder nach vorne? Ne, ich packe mit dich nach vorne. So. Willst du jetzt deine ersten drei Pokémon deinem Team herausfinden? Mit den ersten drei? Nein. Stimmt nicht. So, jetzt möchte ich das. Ja. Okay, probieren wir es mal. Der ist ja auch noch da. Sei wachsam, ja. Teamstar hat eine Vorliebe für eine besondere Art von Kämpfen. Sie nennen diese Kämpfe Star Rush. Na, hierbei musst du mit der R-Taste mehrere Pokémon auf einmal zum Kämpfen losschicken. Wenn der Pokémon schlapp machen, komm einfach zu mir. Ich mach sie für dich wieder fit. Die Rippe heilen ihren Pokémon anscheinend auch an irgendwelchen Automaten. Bleib auf der Hut. Aufgepasst, Leute. Ja, wir haben einen Eindringling, der sich hoffnungslos verschätzt. Zeigen wir ihm, warum man sich besser nicht mit ihm anlegt. Er gehört Eindringling. Wenn es dir gelingt, innerhalb von 10 Minuten 30 unserer Pokémon zu besiegen, gibt sich unser Boss vielleicht die Ehre und zeigt sich. Warte. Beim Star Rush musst du durch Drücken der R-Taste Pokémon losschicken und innerhalb eines Zeitlimits eine bestimmte Anzahl an Pokémon von Team Star besiegen. Hierbei kannst du drei Pokémon zugleich losschicken. Aha. Du erleidest eine Niederlage, wenn all deine Pokémon besiegt wurden oder das Zeitlimit abgelaufen ist. Wenn dein Pokémon kampfunfähig geworden ist, kannst du seine KP an Automaten wieder auffüllen. Wenn du aufgeben möchtest, drück in Y-Kampf. Okay. Ja, heil die mal. Und jetzt sind 4, da sind noch weitere 5. Mehr. Da steht ja immer nur doof rum. Wahrscheinlich stehen sie ja immer nur doof rum. Gut, dann. So, haben wir noch mehr? Da vorne. Thank you.
So. Noch ein paar. Zeitlich sieht das ziemlich gut aus, wenn ich jetzt nicht noch groß suchen muss. Wo sind diese Automaten? So, noch zwei. Was ist denn wohl ihr? Okay, das haben wir geschafft. Innerhalb von nicht mal 2,5 Minuten. Zeitlich war das gut. Wir sind ja einfach nicht gewachsen. Schnell, ruf den Boss. Pinio, Boss von Team Star, Unlicht-Mitglieder oder so. Das hier eine ganz schöne Nummer abgezogen. Ja, ich bin Pinio, auch bekannt als DJ Evil. Nenn mich wie du willst, solange der Vibe stimmt. Wie wär's, wenn wir direkt zu deinem Outro gegenübergehen? Ich will's. Weil ich so nett bin, lege ich dir, lege ich zu deinem Abgang auch ein fettes Requiem auf. Dann heißt es jetzt Party! Wir lassen uns krachen, lass die Fetzen fliegen. Pinio von dem Star, freut dich heraus. Gut. Brauchen wir noch schnell Platz. Willst du dich echt mit dem Star anlegen? Du bist lebensmüde oder was? Okay, dann Donnerschock. Wow. Yeah, was ein Intro. Dich schmeiß ich nur von meiner Party. Anstoß. Gucken wir mal, wie das funktioniert. Ah, oh, sah gut aus. Jawohl. Und tschüss. Zweimal getroffen. Hat schon direkt ausgereicht. Knattotag. Knattertox. Jetzt lasse ich meine Biesters richtig fetzen. DJ Evil, dreht auf. Was? Das Ding selber? Okay. Scheiß Sound. Der 3 Schluck. Oh mein Gott, wie geil. So. Sieg in Star Mobil Level 20. Aha. Wieso jetzt nur 2 mal, nicht 5 mal? Oh. Nicht so effektiv, effektiv. Komm, machen wir weiter damit. Laufen, dass wir jetzt 5 mal gewinnen. Ja, nur 3 Schmuck ist gerade OP. Weg gegen das blöde Auto. Wow. Sehr effektiv. Jo, 4 Mal. War besser als eben. Ah, wir machen weiter. Finstertur. Au. Ist gerade der Sound. Aber bei mir ist gerade der Sound auch geworden. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch so ist. Ich hoffe, keine Ahnung. So, vielleicht können wir angreifen oder heile ich erstmal. Ich glaube, ich heile einmal. So, einsetzen. Ist ja, heilt sich doch ganz gut hier, der Kleine. Wie eingeschlafen.
Wie ist denn jetzt eingeschlafen? So, bin ich geheilt. Okay, wir heilen zumindest ein bisschen mehr als dass der Schaden macht. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Ich bin nur noch am Schlafen, oder? Ja. Nein. Nochmal einsetzen. Wir heilen erstmal 15 gegen. Vielleicht hat der Schlaf den ja sogar auf. So, ich werde nochmal weiter heilen. So, dann probiere ich es jetzt mal, ob er aufwacht. Armstoß hier. Okay, das Heilen scheint keine Runden irgendwie zu überbrennen. So, wir nehmen das Ding jetzt auseinander. Oder nächste Runde. Aber mach wenigstens so viel Schaden, dass es erst mal ein bisschen sicher aussieht. Okay, dreimal. Viermal war das? Oh, okay. Cool, jetzt haben wir nochmal. Das sehen wir, wie wir eingeschlafen sind, ne? Drei. Ja, dann nochmal. Okay, das sollten wir gewonnen haben. Perfekt. Und Schrott ist das Ding. Nettertox wurde besiegt. Yay, wir haben es geschafft. Ich muss jetzt einfach ein bisschen gegenheilen. Das wär's dann wohl. Ein Jahr und einige Monate zuvor. Warum zeigen die jetzt eine Rückblende? Das wär's dann wohl. Was ist los, Pinio? Ach, Rickboss hatte ein paar Dinge mit mir zu besprechen. Das meiste wäre jetzt aber geregelt. Was für Dinge? Es ging vor allem um Operation Star und um einen Codex fürs Team. In letzter Zeit sind viele neue Mitglieder dazugekommen, da brauchen wir so langsam ein paar Verhaltensregeln, einen Codex eben. Ah, okay. Ja, du wirst dir bestimmt einen Trend-Codex-Fans ausdenken, nicht wahr, Pinio? Ja, nein, danke. Das ist mir viel zu viel Druck. Erinnert ihr euch noch daran, dass mich die anderen Schüler nicht mehr leiden konnten, nachdem ich Schulsprecher geworden war? Klar, du hast ja auch einen Haufen nerviger Regeln aufgestellt und dir so Schüler zum Feind gemacht. Du wurdest sofort durch jemand anderen ersetzt. Den kann ich nur beipflichten. Per Exemplum. Frisuren mit einer Haarlänge von mehr als 3 cm im Nacken sind verboten. Ja, eure Regeln waren pures Ärgernis, Alberta Pinio. Eben, deshalb sage ich ja, dass ich nicht für die Erstellung von so einem Codex geeignet bin. Aber du kümmerst dich doch sonst immer um die Teammitglieder, Pinio. Du kennst uns so gut. Ja, wir haben vollstes Vertrauen in dich. Ohne dich wären wir aufgeschmissen. Du bist nicht mehr wie damals. Wenn du jetzt einen Codex schreibst, würde ich ihn befolgen. Meine Fähigkeit würde ebenfalls einwilligen. Okay, okay, Leute, ich hab's kapiert. Ich werde uns diesen Codex zusammenstellen. Ich habe getan, was ich konnte. Ja, das war's. Ich muss den Codex folgen. Hab ihn schließlich selbst verfasst. Dann sind meine Tage als Boss voll gezählt. Hier, meine Teamorden als Zeichen meines Bossstatus. Nimm schon.
Ah, und schon sind wir befreundet. Straße der Sterne. Schön, haben wir das auch geschafft. Das ist doch ein bisschen länger gezogen, als ich vorhin nicht wollte. Und wo wir schon mal dabei sind, diese Themen hast du dir auch verdient. Schmarotzer, toll. Ja, das endet unsere Party, was? Ja, deine Pokémon sind übrigens knallhart, Respekt. Also, was lernt ihr also in der Akademie? Welche Attacken man am meisten reinhauen und wie man seine Pokémon trainiert und so? Ja. Okay. Gehst du dann gern zur Akademie? Macht's dir Spaß? Ja. Wirklich? Hey, bist du Pio und Pinio? Boah, noch ein ungebetener Gast. Was soll die Schmalzlocke? Hatte so eine. Was? Fuentente gestylt? Hat die einen Fuentente gestylt? Ich kenne Fuentente nicht, das ist schon irgendein Pokémon. Ich wollte dich nur kurz was fragen. Wäre das okay? Boah, was wird garantiert nervig, aber okay. Hab aber jetzt nichts Besseres mehr zu tun. Danke, jo. Voll Swag von dir. Dann komme ich gleich zur Sache. Wenn ihr von Team Star so weiter macht, werdet ihr irgendwann alle der Akademie verwiesen. Also warum löst ihr Team Star nicht einfach auf und geht zurück in die Akademie? Das wolltest du mich fragen? Okay. Wenn du... wir warten auf das Comeback von einer wichtigen Person. Aber ob diese Person zurückkommen wird, steht an den Sternen. Eine wichtige Person? Ein guter Freund von euch also? Ich rede vom stärksten aller Team Star-Bosse, so wie der Top-Champ, der stärkste aller Trainer ist. Unser Big Boss hat uns damals vorgeschlagen, gemeinsam ein Team zu gründen. Und wo ist denn dieser Big Boss gerade? Ja, wenn wir das wissen, seit etwa anderthalb Jahren herrscht Funkstille. Wir dachten, der Big Boss, dass Big Boss sich früher oder später melden würde, solange wir nur Team Star am Leben halten. Aber die Lehrer nerven uns ständig damit, dass wir das Team auflösen sollen, bla bla bla. Und dann tauchen auch noch so Partymuffel wie ihr hier auf. Ach, wer weiß, vielleicht wurden wir wirklich im Stich gelassen. Der Boss hatte schließlich sogar selbst mal davon gefaselt, das Team auflösen zu wollen. Das klingt, als wäre Team Star und dieser Big Boss hier sehr wichtig, ja? Ist das nicht offensichtlich? Wie ihr in der Akademie sagen würdet, sie sind wie ein Schatz für mich. Okay. Geht's jetzt weiter? Achso, er lädt. Oh, hört auf zu reden, ich muss die Pub beenden. Ja, Pinio hat dir seinen Tierorden gegeben und damit seinen Boss-Status abgelegt, oder? Also ist Cassiopeia bestimmt der Boss. Geh ich von aus. Verstehe. Ohne Boss steht die Seginbande von aus. Pinio. Entschuldige, ich war kurz in Gedanken versunken. Ich schulde dir noch eine Belohnung. Lass mich schnell einige LP auf dein Handy übertragen. Wir sind werden reich. Kannst du die TM-Maschine nun mehr Arten von TMs herstellen? Hast du kannst mit der TM-Maschine nur mehr Arten von TMs herstellen. Aha. Ich war so frei, die Auswahl an TMs zu erweitern, die du an TM-Maschinen herstellen kannst. Wir haben. Wo sind die TM-Maschinen überhaupt? Diese neuen TM sollten dir dabei helfen, deine Pokémon noch stärker zu machen. Aber das ist noch nicht alles. Da du wirklich gute Arbeit geleistet hast, gibt es eine extra Belohnung. Ich werde jemanden vom Versorgungstrupp bitten, dir einige Materialien für die Herstellung von TMs rüberzubringen. Okay. Ah, du. Hallo. Ich bin Kasmir, vom Versorgungstrupp. Wahrscheinlich erinnerst du dich nicht an mich, aber du hast mir mal vor der Akademie aus der Beklemme geholfen. Klar. Oh, hätte ich nicht gedacht. Jedenfalls helfe ich für die Projektarbeit hier aus, als Teil meiner Schatzpreise. Da ich mich von mit Technik auskenne und als Hackerin was drauf habe, arbeite ich eher hinter den Kulissen. Hier, jetzt ist die Belohnung von Cassiopeia. Oder sie ist das sogar selbst. Damit solltest du einige TMs herstellen können. Cassiopeia meinte, dass du jedes Mal eine Belohnung bekommst, wenn du ein Versteck von Team Star eroberst und so das Team kleiner wird. Das soll echt beeindruckend gewesen sein, wie du dir deine Pokémon in den Kampf geschickt hast. Na, geht so. Ja, dank deiner Stärke wird Operation Star das sicher von der Frequenz sein. 4 Bosse sind noch übrig.
Haben wir viel Erfolg? Ja, es wird passen, dass sie dann der Boss ist. Okay, gut, wir haben es geschafft. Schön. So, das war dann Number One. Wir können wahrscheinlich dann ein paar Sachen finden. Ich will da nochmal durchgehen. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Wir machen nämlich erstmal Schluss und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.